Halli, hallo, Hallöchen, ihr Lieben, wir sind wieder da. Wir wollen uns noch ein wenig umsehen und dann endlich mal rauskriegen, wie wir weiterkommen. Ich stehe so ein bisschen auf dem Schlauch, aber das ist ja nicht so schlimm, ne? So, wir wollen erstmal wieder in unsere Tarnklamotten schlüpfen. So. Dülülü, dann können wir uns nämlich wieder frei bewegen. Und da ich echt auf dem Schlauch stehe, hatte ich überlegt, wir gehen nochmal zurück. Und wenn wir dann wieder da sind, also wieder, ne, ihr wisst schon, wenn wir wieder in der Burg sind, nicht mehr hier draußen im Wald, möchte ich mal noch ein paar Sachen wieder versuchen. Zum Beispiel, wir könnten vielleicht den Schmied nochmal fragen. Vielleicht hat der noch irgendeine Idee. Hä? Okay, sitzen vielleicht wieder viele in der Küche? Es sitzen wieder viele in der Küche. Wir können in der Küche noch ein bisschen, also hier, ne? So, was kann ich für dich tun, mein Freund? Okay, er will nur spielen. Das ist egal. Was ist mit ihm? Geh schon, Bock. Ich esse lieber allein. Wie war dein Tag? Hau ab, Spitzgesicht. Okay, ich lass dich lieber in Ruhe. Hier haben wir also auch schon alles raus. Trinkst du noch einen mit mir? Nee. Wie läuft dein Tag? Ich bin einfach froh, der Kälte zu entkommen. Das ist auch alles nicht so informativ. Silas, was ist mit dir? Ach ja, der redet gar nicht mehr mit uns, ne? Oder doch? Mach, dass du hier wegkommst, Maus. Na los. Wieso bist du betrunken? Ich werde die Köchin bitten, dass sie dir ein Tonikum macht, damit du ausnüchterst. Wenn dir nichts Besseres einfällt, bitte. Ich bleib so lange hier. Das trinkt sich nicht von allein, weißt du? Ah, okay. Wir können hier was machen. Ja, es geht voran, hoffe ich. Ich. Nein! Nein! Ich werde die Köchin bitten und die Köchin ist nicht hier. Echt jetzt? Das ist doch nicht wahr. Das ist doch echt nicht wahr. Warum sind immer alle Leute, von denen ich was haben will, verschwunden? Ah, Speisekammer ist auch noch zu. Stöcke. So, da haben noch ein paar gefehlt. Alles Klärchen. Okay, wie lautet die Mission genau? Der verschollene Trupp, der Meister. Ba, 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 ba. Sprich mit der Köchin. Na toll. Ich weiß nicht warum, aber die Köchin ist nicht hier. Ist sie nur tagsüber hier? Ist es zu spät? Wie spät haben wir es eigentlich? 8:10 Uhr abends. Okay, wir kommen morgen früh nochmal wieder. Wir kommen morgen früh noch einmal wieder. Aber morgen früh wiederkommen ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Wo konnten wir denn jetzt in Ruhe schlafen? Ich glaube, wir konnten hier schla. Nee, nicht hier. Moment. Moment, ich hab's gleich. Alter, ist das duster hier. Okay. Ich habe hoffentlich eine Idee, wo wir pennen können. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hoffe, das funktioniert.
So, und zwar... Genau, war hier so ein Gang und hier war hier, hier war ein Bett. Schlafen. Ja, sehr schön. Eine Stunde? Nein. Bis 6 Uhr morgens. Schlafen. Juhu, es funktioniert. Ah, okay. Alles klar, morgens. Es ist wieder morgen, wir können wieder los. Ich weiß ja nicht warum, wir können ja bei den anderen nicht schlafen. Selbst wenn man da mit Rüstung schläft, aber... Bei den anderen können wir nicht nächtigen. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen gefährlich, kann ich durchaus verstehen. Aber da muss man halt immer gucken, wo man ausnüchtern... Ach, das ist die Tür. Wo man ausnüchtern kann. Ja, ausnüchtern. Oder schlafen oder ähnliches. Okay, den Schmied können wir auch noch anquatschen auf dem Weg. Ha, bist der roten Pfote beigetreten, wie ich sehe. Ja, nee. Kann ich mit irgendwas weiterhelfen, Soldat? Na, das will ich doch hoffen. Kannst du mir helfen, ein Rätsel zu lösen? Vielleicht kann ich das. Was ist es denn? Ach, nichts. Okay. Also, Rätsel haben wir keins mehr. Das mit dem... Ich bin auf der Suche nach Bannern mit dem Symbol der... Warum würdest du das denn wissen wollen? Ich werde sie verbrennen. Das ist eine ziemlich gefährliche Freizeitbeschäftigung. Ja, würde ich auch so sehen. Mal sehen, mir fallen direkt ein paar Orte ein. Ich zeichne sie dir auf der Karte ein. Kann ich dir sonst noch helfen? Okay, vielleicht haben wir tatsächlich noch Banner übersehen. Eigentlich sind die im Missionslog abgehakt, aber, ne? Ich suche Kleidungsstücke. Ich suche immer noch das Gewand des Königs. Was brauchst du denn noch? Danke, Schmied. Hä? Okay, frag noch was. Ich habe da mal eine Frage. Was machst du da? Warum brauchst du Geld? Ja, bist ganz schön neugierig, hm? Für 2 Florinen werde ich darüber nachdenken. Das ist es kaum wert. Ja, was machst du da? Lärm. Ja, nee, das kennen wir schon. Kann ich dir sonst weiterhelfen? Nicht jetzt. Okay, nein, der hilft uns auch nicht weiter. Schade. Wirklich, wirklich schade. Oh, das Morgengrauen ist manchmal echt so ein bisschen... Da habe ich das Gefühl, da ist es dann kurzzeitig fast dunkler als in der Nacht. Am dunkelsten ist die Nacht vor Sonnenaufgang. Ist auch so ein klassischer, ne? Aus ein paar Filmen. Oder vor der Dämmerung, sagen sie da ja immer. Ja, tagsüber, die Köchin ist da. Okay, wollen wir mal gucken, ob die uns auch hilft oder uns direkt ausschaltet. Da bist du ja. Ich habe mich schon gefragt, was aus dir geworden ist. Ich brauche ein Tonikum. Es soll jemandem beim Ausnüchtern helfen. Silas, richtig? Ja, Silas. Jemand sollte ihn hier rausbringen, bevor es Ärger gibt. Ich sag dir was, Schätzchen. Du findest für mich heraus, wer was essen möchte. Und während du das Essen servierst, tue ich mein Bestes, um das Tonikum zu machen. Was meinst du? Tja, das könnten wir tun, oder? Gut, ich nehme die Bestellungen auf, du machst das Tonikum. Bitte, hast du etwas zu essen für mich? Ach so, das... Ja, gut, ich nehme die Bestellungen auf. Okay. Okay, jetzt spielen wir... Alter, ich hätte jetzt mit viel gerechnet, aber nicht, dass wir jetzt noch... So, möchtest du etwas? Ach wirklich, mal sehen. Ich nehme das valianische Forellenfilet. Alles klar, danke. Das valianische Forellenfilet. Was haben wir hier? Ich hätte gern gebratene Echsenbein. Alles klar, vielen Dank. Ich hoffe, wir müssen uns das nicht wirklich merken. Ich fürchte zwar, aber naja. So. Was willst du essen? Pastete. Spezialität der Köchin.
Ja, mir steht es nach Pastete. Bring mir die Spezialität der Köchin. Bitte? Eine Spezialität des Hauses. Okay. Und Silas? Du solltest wenigstens etwas essen. Käserad. Alles klar. Okay, jetzt bin ich sehr gespannt und ich hoffe, ich weiß noch, wer was kriegt. Haben alle gut aufgepasst? Ich nehme nur bedingt. Hier, ich habe alle Bestellungen. Gut, wir haben ein gebratenes Echsenbein für den Soldat Flack an Tisch 5. Die Spezialität des Hauses für Parkov an Tisch 3, ja. Die valianische Forelle für Bellala drüben am Tisch 1. Und ein Käserad für Silas. Jawohl. Der Käse ist da drüber. Da drüben in der Speisekammer. Ja! 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 Endlich! Durch das Servieren kriegen wir den. Oh mein Gott. Oh. Wer kommt denn auf so eine Scheiße? Oh, den wirst du brauchen. Husch, husch, das Essen serviert sich nicht von allein. Oh, nein, ist nicht wahr. Endlich die Speisekammer. Das Käserad. Okay. Oh, ach du Schande. Okay, Moment, das muss ich mal gerade... Oh, entschuldigt, ja, habe ich mich beim Lachen verschluckt. Alter, was ein Käserad. Meine Güte, das, was die essen, das kann der kaum tragen. Was ist das? Käse. Oh, läuft. Boah, Hammer. Was für Portionen. So, okay, hier. Da ist der Feldkistenschlüssel. Oh, ich werd irre. Schatulle. Da ist der Schatullenschlüsselfuhr. Buch der Schmuggler, da sind die Beweise. Alter, man muss... Das ist so der Hammer. Man muss echt hier einfach nur für die Köchin den Dienstboten machen. Und schon findet man alles, was man braucht. Das ist echt der Hammer. Und wir werden die Tür kurz zumachen, denn ich habe noch etwas gefunden. Tada! So, was haben wir da noch? Schatulle haben wir reingeguckt, da haben wir, alles klar. Ich muss gestehen, ich hätte gedacht, in der Vorratskammer sind mehr Lebensmittel drin. Aber gut, das ist ja nicht tragisch. Oh, so, wir haben alles. Hat sie mir... Wo bleibt mein Essen? Ich warte jetzt schon eine ganze Weile. Okay. Ich dachte, sie hat mir das... Hat mir nicht gegeben. Ach, warte mal. Das sind die Sachen. Hier. Okay. Forellenpastete. Viljanische... Möhrenpastete? Nein. Viljanische Forelle. Oh, das sind alles so Riesendinger. Oh, Schande. Wer war wer? Warum steht der Name da nicht bei? Sekunde. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Silas, das Käserad. Die Wache hat die Spezialität des Hauses bestellt. Das war der hier rechts von uns. Die Forelle war die erste Bestellung. Der Spieler hat die viljanische Forelle. Ah, oh, okay, alles klar. Da ist sie ja. Okay. Der Fisch ist trocken und zerkocht. Genau wie ich ihn am liebsten mag. Okay. Ich dachte schon. So, dann das Echsenbein. Das war... Ja, da. Ihn hatten wir nämlich, meine ich, zuletzt. Das, er hatte Spezialität des Hauses. Silas haben wir schon. Und dann kriegt er das Echsenbein. Ja. Da. Oh, was für Portionen. Aha, endlich. Hm, riecht gut.
Ja, sehr schön. Wuhu! Wir kriegen's hin, wir kriegen's hin, wir kriegen alles hin. Und die Forellenpastete. Oh, warte mal. Spezialität des Hauses. Was ist die Spezialität des Hauses? Die Forellenpastete oder die Möhrenpastete? Silas das Käserad, Spezialität des Hauses, eine Pastete bestellt. Okay, hier ist so ein komisches Zeichen drauf. Ich sag einfach, das hier ist die Spezialität des Hauses. Er hat ja nur Pastete bestellt. Die Frage ist jetzt, welche er gerne isst. Was ist das denn? Ich habe die Spezialität des Hauses bestellt, du Komiker. Okay. Okay, ja, Pastete. Er hat Pastete bestellt. Ja gut, es sind Nager. Möhren-Pastete, ja. Kann ich das mal irgendwo... Ja. Möhrenpastete. Na gut, dann ist die Möhrenpastete die Spezialität des Hauses. Konnte ich ja nicht ahnen. Entschuldigung. Ja, doch, ich hätte es mir denken können. Ist egal. Endlich! Ja, nichts geht über ein gutes Stück Pastete. Sehr schön. Oh, so, wir haben alle beliefert. Gute Frau, was ist mit dem Tonikum? Guten Morgen, Soldat. Fertig, alle Gerichte wurden serviert. Sehr schön, hier. Köchin gibt dir eine kleine Glasflasche. Mann, was ist denn heute los? Die mit einer grünen Flüssigkeit gefüllt und mit einem Korken verschlossen ist. Gib Silas das hier. Er wird etwa 6 Stunden bewusstlos sein. Aber wenigstens erspart ihm das den Kater. Wenn du ihn denn findest. Was meinst du damit? Na, sie selbst, dein Freund Silas, er ist weg. Nein! Euer Ernst! Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht. Wo ist er jetzt schon wieder? Wenn du ihn findest, wie meinst du das? Na toll. Aber wartet mal. Inventar. Bücher. So, hier einmal reingucken. Buch der Schmuggler. Ausgaben. Datum, Posten, Summe. 3.5. Böttcher. Dutzend Eichenfässer. 20 Florin. Ich dachte gerade, wie war die Währung hier nochmal? 7.5. Kupferrohr, 2 Stück, 32 Florin. 8.5. Glasbläser, 2 Dutzend Flaschen, 12 Florin. Ah. Arbeitszeit für Zustellung, 11 Florin. Bäcker für Hefe. Korkpfropfen, 2 Dutzend, verschiedenes. Entlohnung an V. Verschiedene Schmiergelder. Verschiedene Unfälle. Gesamtsumme, Einnahmen, Fosal. Fosal, ist das der starke Fusel oder was? 48 Flaschen, 24, überprüft und genehmigt. Volker, überprüft und genehmigt, Rezia. Da sind die Beweise. Jawoll. Okay, divers ist unser Fläschchen. Und wir haben noch einen Feldkistenschlüssel und den Speisekammerschlüssel. Okay. Ja, wir brauchen den Speisekammerschlüssel echt nur, um den Feldkistenschlüssel zu holen. Ich hab's mir ja fast gedacht. Ich sag's euch, ich hab's mir gedacht. So, Küche, dachte ich, okay, Küche haben wir durchgeguckt, der ist bestimmt da drin. Ich stand auch immer wieder vor der Speisekammer, ihr erinnert euch, ja, aber... Oh, da muss man echt das Essen für servieren... Oh, wer kommt denn auf sowas? Okay, dann kann ich aber auch den letzten Schmuggler an Land ziehen. Ist die Frage, wo ist noch eine verschlossene Feldkiste? Die ist leer, die ist leer, die ist leer. Wir haben fast alle schon ausgeräumt hier. Jawohl, da ist die letzte Feldkiste.
Markierter Obolus. Wir haben alle 5 markierten Obolusse. Yay. Sehr cool. Okay, dann kann ich vielleicht jetzt nochmal zum Kommandanten. Herr Kommandante, Herr Kommandante. Oh, und zum Schmied, glaube ich auch, ne? Warte, ich gehe erst nochmal kurz zum Schmied. Hey. Fortfahren. Kann ich mit irgendwas weiterhelfen? Rätsel, verschiedene Kleidungsstücke. Okay, nee. Sollte ich dem da nicht irgendwie auch irgendwie Bericht erstatten? Nee, nee, das war Silas und der Kommandant. Okay. Ja. Dann will ich doch mal gucken, ob der Kommandant jetzt da ist. Tag. Du schon wieder, was gibt's? Ich muss mit dem Kommandanten sprechen. Komm rein. Ist je... Ja, er ist wieder da. Oh. Leute, man kriegt hier ja einen Rappel. Herr Kommandante, Herr Kommandante. Also, Recke. Ich nehme an, du konntest die Schmuggler noch nicht identifizieren. Herr Kommandant, ich habe herausgefunden, wer die 5 Schmuggler sind. Sprich weiter. Zeig's dem Kommandanten die zerschrammten Obolusse, von denen jeder den Namen eines der 5 Schmuggler trägt. Gute Arbeit, Recke. Ich lasse sie noch vor dem Wochenende festnehmen, verurteilen und hinrichten. Entschuldigung. Kann er doch nicht machen, es sind nur Schmuggler, keine Mörder. Nun, der Kommandant reicht dir den Befehl, der bereits unterschrieben und versiegelt ist. Kannst du das in die Schmiede bringen? Du weißt jetzt ja, wie es läuft. Ja. Herr Kommandant, ich habe herausgefunden, wer hinter dem Meister steckt. Ach, und wer ist es? Kein Er, Herr Kommandant. Du reichst dem Kommandanten das Buch, eröffnet es und überfliegt die Seiten. Oma Marezia? Das kann ich kaum glauben. Aber hier steht es, in ihrer eigenen Handschrift. Danke, Recke. Ich werde mich selbst darum kümmern. Nun? Der Kommandant schiebt ein versiegeltes Blatt Papier mit Anweisungen für den Schmied über den Schreibtisch wieder. Nimm das. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Okay. Was haben wir noch? Herr Kommandant, in der Burg wurden 13 Banner verbrannt. 13? Genau wie damals in Großbringen. Birringen. Recke, das ist kein gutes Zeichen. Achso, nee, das hatten wir schon. Ja, zuerst sind es brennende Banner und am Ende steht die Meute vor dem Burgtor und die Garnison in Flammen. Das ist diese verdammte Mausrecke. Das ist diese verdammte Mausrecke. Tilo, Herr Kommandant. Soll ich? Soll ich? Komm, im Notfall müssen wir vom letzten Autosave nochmal. Tilo, Herr Kommandant. Ja, die meinte ich. Die aus dem Gefängnis. Er steckt hinter der Sache, da bin ich mir ganz sicher. Ja, ich mir auch. Ich werde aus Juva Verstärkung anfordern. Eines werde ich dir versprechen. Solange ich hier das Sagen habe, wird sich die Geschichte nicht wiederholen. Okay. Kann ich irgendwas tun? Spiel für mich? Achso, nee, 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 nee. Spielen wollen wir nicht. Ich dachte, er hat noch neue Aufgaben. Trupp habe ich noch nicht alle und ich sollte jetzt gehen, Herr Kommandant. Natürlich. Wow. Ey, wir haben richtig viel abgeschlossen. Und dann können wir auch zum Schmied gehen und den mal ein paar Sachen erledigen lassen. Wieder. Wieder mal. Wieder mal. So, auf. Hoppala. Und so. Oh. Ey, da sucht man sich einen Ast und macht und tut. Und dann muss man nur für die Köchin ein bisschen den Dienstboten spielen und denen das Essen bringen. Und schon kriegst du den blöden Schlüssel. Boah, wenn man das nicht weiß, man sucht sich ja echt einen Ast. Ah, kann ich mir... Bla, 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 bla. Schmied, ich habe Anweisungen für dich vom Kommandanten. Tatsächlich. Er sagte, du wüsstest schon, was damit zu tun ist. Ich würde ihm gern mal sagen, was er damit tun kann.
Der Schmied nimmt die Papiere, bricht das Siegel und liest. Na schön, also, ich kann entweder deine Rüstung verbessern oder dir alles über die Spinnenfallen beibringen. Ja, Rüstung geht nicht mehr besser, okay. Was kannst du mir über die Spinnenfallen beibringen? Ich kann dir zeigen, woran du eine versteckte Falle erkennst, damit du nicht selbst in einer landest. Bitte zeig mir wie. Der Schmied erklärt es, alles klar. Hast du noch mehr Überraschungen vom Kommandanten für mich? Ja, wenn du Zeit dafür hast, zeig mal her. Was kannst du mir noch über die Fallen beibringen? Jetzt hör mir genau zu. Ich kann dir zeigen, wie du eine ausgelöste Falle wieder aktivierst. Oh, das ist gut. Der Federmechanismus ist knifflig, aber es gibt einen Trick. Das könnte sehr nützlich sein, wenn dir eine Spinne auf den Fersen ist. Ja, bitte bring mir das bei. Der Schmied zeigt dir, wie man eine ausgelöste Falle wieder aktiviert. Dann sind wir hier fertig. Na schön, brauchst du sonst noch was? Danke, nein. Ja, sehr cool. Wir können auch Fallen wieder aktivieren. Das ist richtig, richtig gut. Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier ein kurzes Päuschen. Wir haben heute ja tatsächlich mal richtig gut was geschafft. So. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal genau hier wieder. Also, macht's gut. Ciao.